Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch bzw. Sie ganz herzlich zu meinem Erklärvideo. Damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. Es geht um bedingte Wahrscheinlichkeiten, vier Feldertafeln und dann entsprechend auch die Umkehrung des Baumdiagrammes. Dazu suche ich mir eine typische Aufgabe heraus und löse sie, schaffe also eine Musterlösung und danach verallgemeinere ich dann noch diese Musterlösung, sodass man die Struktur des Lösungsweges für diesen Bereich der Mathematik erkennen kann. Ich setze dabei Grundkenntnisse der Stochastik voraus, zum Beispiel was Wahrscheinlichkeit ist, was ein Baumdiagramm ist, wie die Fahrtregeln funktionieren. Die Aufgabe, die ich ausgesucht habe, lautet: In Musterstadt sind 5% der Einwohner an einem Virus erkrankt. Die Firma Schlau und Meier hat einen Test entwickelt, der zu 90% ein richtiges Ergebnis anzeigt. Damit meine ich jetzt sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität. Damit ist gemeint, dass der Test zu 90% ein richtiges Ergebnis anzeigt, wenn das Virus vorhanden ist, und auch zu 90% richtig anzeigt, wenn das Virus nicht vorhanden ist, die Person also gesund ist. Überhaupt trenne ich jetzt im Folgenden nicht zwischen krank sein und das Virus haben. Ich weiß, das ist medizinisch-biologisch etwas völlig Verschiedenes, aber ich benutze das jetzt als Synonym. Das heißt, wenn das Virus vorhanden ist, dann sage ich einfach, die Person ist krank. So, jetzt nehme ich eine Testperson, ich habe sie mal Arne genannt, und die macht den Test und dieser Test ist positiv. Die Frage ist dann, wie wahrscheinlich ist es nun, dass Arne tatsächlich das Virus in sich hat? Spontan würde man jetzt sagen, ja, 90% steht ja da oben. Aber das stimmt nicht, denn die Angabe ist eine andere. Was dort oben steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man krank ist, der Test mit 90%iger Wahrscheinlichkeit positiv ausfällt. Positiv in dem Sinne von Viruslast gefunden. Gesucht ist aber jetzt, wenn der Test positiv ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass die Person noch tatsächlich krank ist? Und das ist ein anderer Wert, wie wir gleich sehen werden. Der Lösungsweg dazu besteht aus drei wesentlichen Schritten. Der erste Schritt ist die Aufstellung eines Baumdiagramms. Daraus kann man eine Vierfeldertafel konzipieren und schließlich ein umgekehrtes Baumdiagramm erstellen, in dem man dann die gesuchte Lösung ablesen kann. Typisch für diese Art Aufgaben ist, dass man zwei Merkmale mit je zwei Merkmalsausprägungen hat. Was das bedeutet, zeige ich hier am Beispiel. Hier ist das erste Merkmal krank oder nicht krank. Das ist dann hier dieses K quer, also das K mit dem Strich drüber. Und das zweite Merkmal ist der Test mit den beiden Ausprägungen. Der Test ist positiv ausgefallen oder der Test ist negativ ausgefallen. Das bedeutet, dieses Baumdiagramm zeigt jetzt, es ist möglich, dass die Person krank ist oder dass die Person nicht krank ist. Und dann, wenn sie krank ist, kann noch der Test positiv ausfallen oder negativ ausfallen. Aber auch wenn sie gesund ist, kann der Test positiv ausfallen oder negativ. Ich habe jetzt hier gerade schon mündlich die Bedeutung der Buchstaben oder Zeichen erklärt. Das gehört aber auch bei jeder Lösung als Legende mit dazu, damit jeder, der das nachvollziehen kann, weiß, was die Buchstaben oder Zeichen in dem Baumdiagramm bedeuten. Als nächstes trage ich die gegebenen Wahrscheinlichkeiten ein. In der Aufgabenstellung mal zu lesen, dass 5% der Einwohner krank sind, das schreibe ich hier hin. Als Kommazahl übrigens 5% ist dasselbe wie 0,05 und ich empfehle grundsätzlich bei Baumdiagrammen die reinen Kommazahlen zu verwenden, damit die Anwendung der Fahrtregel nicht zu Problemen führt. Gehen wir weiter. Wenn die Person krank ist, zeigt der Test das mit 90%iger Sicherheit richtig an, das heißt zu 90% ist der Test positiv. Ebenso, wenn die Person gesund ist, zeigt der Test das mit 90%iger Sicherheit richtig an, das heißt, dann ist der Test mit 90%iger Wahrscheinlichkeit negativ. Als nächstes können wir die Gegenwahrscheinlichkeiten bestimmen. Wenn eine Person mit 5%iger Wahrscheinlichkeit krank ist, ist sie mit 95%iger Wahrscheinlichkeit gesund. Wenn ein Test zu 90% das eine Ergebnis anzeigt, zeigt er mit 10% Wahrscheinlichkeit das andere an. Überhaupt kann man sich im Baumdiagramm kontrollieren, die Wahrscheinlichkeiten an den Faden, die zu einem Feld zusammenführen, das sind jetzt hier immer nur zwei, müssen zusammen immer den Wert 1 ergeben. Nun kann ich die Wahrscheinlichkeiten an den Pfadenden ausrechnen. Das wäre im ersten Fall 0,045 und der Rechenweg sollte bekannt sein. Ich führe ihn trotzdem einmal exemplarisch vor. 0,05 mal 0,9 ist 0,045. Entsprechend rechne ich die anderen Wahrscheinlichkeiten an den Pfadenden aus. Damit habe ich alle Informationen, die Vierfeldertafel zu konzipieren. Die Vierfeldertafel besteht aus 16 Feldern. Wobei bei den vier Feldern im Innern die Zahlen aus dem Baumdiagramm übertragen werden können. Aufgebaut ist sie folgendermaßen. Hier ist das eine Merkmal mit den beiden Ausprägungen, hier das andere Merkmal mit den beiden Ausprägungen.
Unten und rechts die Felder sind frei für die Summenbildung. Und jetzt muss man einfach übertragen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit von 0,045, dass eine Person krank ist und das Testergebnis positiv ausfällt, und das wird dann entsprechend hier übertragen. Die anderen Werte kommen in die entsprechenden anderen Felder. Nun wird einfach addiert. Dieses Zeichen heißt, wie die meisten wohl wissen, einfach nur Summe. Das heißt, ich addiere diese beiden und erhalte 0,05. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person krank ist. Zusammengesetzt aus, sie ist krank und der Test ist positiv, plus sie ist krank und der Test ist negativ. Und hier kann man sich auch wieder selber kontrollieren. Das sollte nämlich auch der Wert sein, der hier im Baumdiagramm steht. Entsprechend fülle ich dieses Feld aus, 0,95 findet man noch dort. Eine neue Information bekommt man, wenn man jetzt die Werte zeilenweise addiert. Also ich rechne diesen Wert plus diesen Wert und komme auf 0,14. Diese Zahl kannten wir noch nicht. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ausfällt. Und zwar insgesamt, das heißt für einen beliebigen Einwohner aus dieser Musterstadt. Entsprechend ergibt sich hier für den negativen Test 0,86. Eine letzte Kontrolle können wir noch machen. Wenn wir diese beiden Zahlen addieren, muss 1 herauskommen. Genauso wie wenn wir diese beiden Zahlen addieren. Dann bin ich mit dem zweiten Schritt auch schon fertig und kann den dritten Schritt machen. Ich erstelle das umgekehrte Baumdiagramm. Das ist ein Baumdiagramm, das genauso aufgebaut ist wie das erste, nur dass das Merkmal, das vorher in der zweiten Stufe stand, jetzt in der ersten Stufe steht und das, was vorher in der ersten Stufe stand, die Krankheit, in der zweiten Stufe steht. Jetzt werden wieder Werte übertragen. Wie wir bereits wissen, sind die Werte, die in der Vierfeldertafel stehen, die Wahrscheinlichkeiten, die an die Fahrtenden gehören. Das heißt, ich nehme jetzt diesen Wert und übertrage ihn wieder an das Fahrtende. Entsprechend die anderen Wahrscheinlichkeiten an die anderen Fahrtenden. Die Vierfeldertafel hat uns noch mehr Informationen geliefert, nämlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test positiv ausfällt, und zwar insgesamt. Das können wir dann dorthin übertragen. Und entsprechend die 86% an den anderen Pfad. Jetzt kommen wir zur interessantesten Stelle, nämlich welche Wahrscheinlichkeiten kommen an diese Pfade hier. Ich fange mal oben an, nenne das erstmal x und überlege mir, wie kann ich jetzt x ausrechnen. Auch hier mit der Pfadregel. Allerdings muss ich noch eine kleine zusätzliche Überlegung einbauen. Nämlich die Pfadregel ergibt 0,14 mal diesem Wert x ergibt 0,045. Und das heißt, wenn ich x ausrechnen will, per Umstellen der Formel, muss ich rechnen, x ist 0,045 geteilt durch 0,14 und erhalte 0,32 ungefähr als Wert. Der Mathematiker, der sich das überlegt hat, war Bayes und damit heißt diese Formel der Satz von Bayes. Und ich kann den Zahlenwert, den ich gerade gefunden habe, für das x eintragen. Ich mache das x mal weg und 0,32 hin. Das ist übrigens auch die Lösung, denn hier steht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person krank ist, wenn der Test positiv ausgefallen ist. Zum Vergleich, hier steht die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ausfällt, wenn die Person krank ist. Das heißt, wir könnten schon hier an der Stelle den Antwortsatz hinschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arne das Virus hat, beträgt nur 32%. Das ist erstaunlich wenig und mag angesichts der Testwahrscheinlichkeit von 90% überraschen. Aber ich kann auch erklären, wie es zustande kommt. Es sind ziemlich wenig Personen von Musterstadt erkrankt, 5%. Von diesen wenigen Personen erhalten die meisten ein positives Testergebnis. Es sind ziemlich viele Personen im Musterstadt nicht erkrankt, aber von denen erhalten auch einige ein positives Testergebnis, sodass sich insgesamt die Zahl der positiven Testergebnisse zu 2/3 auf die Gesunden und zu 1/3 auf die Kranken verteilt. Ungefähr jedenfalls 32% halt. Nun kann ich auch noch die Wahrscheinlichkeit an den anderen Pfaden mit der entsprechenden Formel ergänzen. Damit ist die Lösung soweit komplett. Ich möchte nur noch ein paar Bezeichnungen ergänzen. Und zwar habe ich hier, wie ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn die Person krank ist. Und das schreibt man so. P für Probability, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, unter der Voraussetzung, dass die Person krank ist. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn sie krank ist, wie wahrscheinlich ist es, dass dann der Test positiv ist. Hier hinten hingegen steht etwas anderes. Hier hinten steht die Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebige Person krank ist und ihr Testergebnis positiv ausfällt. Das heißt also, diese 4,5% hier bedeuten, bei 4,5% der Einwohner passiert es, dass sie krank sind und ein positives Testergebnis haben. Entsprechend ist hier noch die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand krank ist,
unter der Voraussetzung, der Test ist bereits positiv ausgefallen. Das möchte ich zu guter Letzt noch verallgemeinern. Also wieder die drei Schritte. Baumdiagramm, Vierfeldertafel, umgekehrtes Baumdiagramm. Die beiden Merkmale nenne ich nun allgemein A und B, beziehungsweise die Merkmalsausprägung ist eben A ist erfüllt oder A ist nicht erfüllt. Das ist dann dieser Querstrich darüber. Entsprechend A und B sind erfüllt, A und nicht B sind erfüllt, nicht A und B, nicht A und nicht B. Entsprechend trage ich die Wahrscheinlichkeiten ein. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass A erfüllt ist. Hier kommt die Wahrscheinlichkeit hin, dass B erfüllt ist, wenn A bereits erfüllt worden ist. Und hier entsteht dann die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig erfüllt sind. Dieses Zeichen hier ist eigentlich das Schnittmengenzeichen, aber das jetzt zu erklären, würde an dieser Stelle zu weit führen. Was ich hingegen ergänze, sind noch Bezeichnungen, die ich persönlich gerne verwende. Ich nenne das hier links die Grundwahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten an der Mitte des Pfades, die Wenn-Wahrscheinlichkeiten, eben die bedingten Wahrscheinlichkeiten, kann man ja auch als Wenn-Wahrscheinlichkeiten bezeichnen, und die Wahrscheinlichkeiten an den Enden des Pfades, die Und-Wahrscheinlichkeiten. Und-Wahrscheinlichkeiten rechne ich im ersten Schritt gemäß der Pfadregel aus, die im Allgemeinen so aussieht wie hier formuliert. Dann kann ich im zweiten Schritt die Vierfeldertafel aufbauen und die Und-Wahrscheinlichkeiten dorthin übertragen. Ich addiere und erhalte die Grundwahrscheinlichkeiten P von A und P von A quer wieder, kann nochmal kontrollieren, ob das die gleichen sind, wie sie hier im Baumdiagramm ursprünglich gegeben waren, und zusätzlich die Grundwahrscheinlichkeiten für B und für B quer. Und kann nochmal durch Summenbildung kontrollieren, kommt hier auch bitte schön jeweils wieder 1 heraus. Dann baue ich das umgekehrte Baumdiagramm auf, wo jetzt das Merkmal B vorne steht, in der Merkmalsausprägung B ist erfüllt und B ist nicht erfüllt, und hinten wieder A und B sind erfüllt und entsprechend die Verneinung. Dann übertrage ich wieder die Und-Wahrscheinlichkeiten nach hinten und die neu ausgerechneten Grundwahrscheinlichkeiten nach vorne. Und zu guter Letzt wende ich den Satz von Bayes an, um die bedingte Wahrscheinlichkeit P von A unter der Bedingung, dass B erfüllt ist, man kann auch kurz PB von A sagen, auszurechnen. Hier schreiben wir es nochmal hin. Pfadregel sagt, P von B mal PB von A ist P von A geschnitten B. Und entsprechend kann ich dann ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit PB von A ist P von A geschnitten B geteilt durch P von B. Das mache ich auch für die anderen Pfade. Und damit habe ich dann so alle Informationen, die üblicherweise in dieser Art von Aufgabenstellung gegeben ist. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Damit darf ich mich verabschieden. Tschüss.